Nein, theoretisch müssten die ja immer irgendwo oben sein. Ah, okay. Von drei Metallschmelzen zerstört. Alles klar, das sind so eine roten Dinger. Wo ich drauf schießen muss. Alles klar? So. Aber auch nicht so die Schalltafeln oder so, was gemeint sind, ne? Nee. Später. Der Schöre, die Schalltafel, der Schmelz. Da sind das halt wirklich die roten Dinger. Das heißt, ich muss wahrscheinlich auch irgendwie dann oben immer lang gehen. Um die vielleicht zu sehen. Möglich wäre es ja, ne? Dass die roten Täfelchen so hoch hängen, dass ich die halt sonst nicht sehe. Ja, da hinten kann ich hoch. Da drüber vielleicht erfolgreich zu sein. Hoch. Da lang. Hier hoch. Ah ja, nee, gar nicht wahr. Das sind einfach TNT-Sachen, sage ich jetzt mal. Okay, die Explosion hat mich halt komplett einmal runtergeschoben. Okay, das ist auch sehr interessant. Was? Was? Ja. Okay. Soll uns jetzt kurz mal nicht stören. Ach, sehr schön. Gleich knallt's, bleibt auf Empfang. Okay, jetzt zerstöre die Schalltafel. Und erreicht. Ziel erreicht. Und da hinten haben wir Stoße. Zu Salomon. Es muss ich jetzt praktisch den kompletten Weg hier zurück? Möglich wäre es ja, ne? Gut, ich bin ja auch da hinten reingegangen. Also warum soll ich da auch nicht wieder rausgehen? Außer es wäre ein Ausgang ist auch gleichzeitig ein Eingang davon angesehen. Oh. Man muss aber auch sagen, ist halt echt eine lange Mission, ne? Gut, ich nehme mir jetzt eine Stunde. Stunde 45 auf, nachspielen. Das war bestimmt eine Dreiviertelstunde, wo die erste Pause war, nachspielen. Und nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, also von daher. Also von, ja, irgendwo eine Stunde. Nee, wahrscheinlich mehr. Obwohl, ja, wahrscheinlich eine Stunde. Ist denn die Mission am Start hier? Okay. Ich könnte natürlich auch Einzelfeuer nehmen. Oh. Einfach Einzelfeuer nutzen. Aber nee. Haben wir hier oben. Hier oben haben wir halt bestimmt. Ja. So gar nichts. Gut, das heißt, wir gehen einfach wieder zurück. Da oben haben wir nochmal ein Medikit. Eines Medikits. Das wir mitnehmen können. Ein paar Granaten. Die Granaten haben wir voll. Gut. Gut, dann würde ich sagen, auf geht's zum Ausgang zu Salomon. Oder Solomon. Solomon war es eher. Da waren auch Granaten, die uns ja auch nicht so großartig interessieren. Mal gucken, ob da denn schon die Mission vorbei ist. Ich denke mal schon und dann würde es für mich halt auch ein Cut wieder sein. Aber dann wahrscheinlich eher eine Pause. Eine längere Pause. Brauche ich wahrscheinlich einfach nur ein paar Sekunden. Aber je nachdem. Ich glaube, da hampelt noch einer umher. Ich bin mir unsicher. Ja, nein, vielleicht. Er hat das einfach nur getäuscht. Ja, das könnte die Flamme links gewesen sein. Okay, das reicht schon. Okay, ich dachte, ich muss dann noch weiter raus. Lädt. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus, dass wir es hier geschafft haben. Stunde 43, wie gesagt, muss man ordentlich was weggeschnitten werden. Jawohl, da haben wir es. Normaler Schwierigkeitsgrad, Einsatzziel erreicht. Beziehungsweise Einsatzziele, Ziel 3. Wir haben 4 von 4 Erpressungsziele, wir haben Dokumentenziele 4 von 5, wir haben kein Aufhängungsziel, kein Bewaffnungsziel. Mission gescheitert. 40 Minuten. Das heißt, eine Stunde kann ich wegschneiden. Okay. Passt. Ist aber okay. Na gut. Weiter geht's. Bestätigen. Einmal dann als nächste Tivilis Anstalt normal. Da sind wir dann als nächstes unterwegs. Ich würde es auf jeden Fall ganz gerne speichern. Und ja, wir sehen uns hier gleich wieder, wenn es Gespräch ist. Bis gleich.
So, Tiflis, wahrscheinlich. Ja, Tiflis Anstalt. Kriegen wir mal. Schwierigkeitsgrad mal bleibt natürlich mal gucken, ob wir hier im Verhörraum wieder stattfinden. Ja. Ich hatte Gelegenheit, mit Sergeant Solomon zu sprechen. Interessanter Mann. Hat kein gutes Haar an Ihnen gelassen. Sie lügen. Als Lennox nach Kairo aufgetaucht ist, gab es viel Gerede. Die Division wollte alles vertuschen, aber das ging nicht. Wieso brachten Sie ihn mit Seventh Wave in Verbindung? Nach der Sache in Miami bekam mein Team den Befehl, ihn auszuschalten. Damals wussten wir nicht, dass es um Lennox ging. Das kam alles erst später raus. Wir wussten nie, ob unser Ziel tatsächlich er war. Er war gut. Kuwait City, Tokio, in Kandahar hätten wir ihn fast gehabt. Wir waren ein paar Mal dicht dran, aber er ist immer entkommen. Irgendwann hat ihn S4 dann in Pakistan erwischt. Die haben ihn dort irgendwo verscharrt. Was halten Sie von Sergeant Keller? Ist ein Hitzkopf. Hat sich nicht unter Kontrolle. Er hat keine Ahnung, was das Wort Kollateralschaden bedeutet. Erzählen Sie mir von Valencio. Da gibt's nichts zu erzählen. Unser Team hatte den Befehl, ihn auszuschalten. Das war ein einfacher Einsatz. Nach der Operation im Stahlwerk war unser Alpha-Status wiederhergestellt worden. Valencio war eines der vier großen Ziele, ein hohes Tier bei Seventh Wave. Er war dem Charlie-Team entwischt, also haben sie uns auf ihn angesetzt. Laut Geheimdienst hatte er sich in einer Irrenanstalt versteckt. Okay, einfach mal rein in die Irrenanstalt. Black-Info, Säuberäume und Granaten. Schwierig, ich... kenne mich tatsächlich eher mit den Granaten selber als alles andere. Jetzt hat es gerade echt gut funktioniert, gut. Falls sie halt wirklich irgendwie hängen geblieben sind, um die Maschine kaputt zu machen. Aber ansonsten sind Granaten eher für mich das Todesurteil. Tiflis Anstalt, 18.27 Uhr. Mal gucken, was hier noch kommt. Wir haben eine MP5. Und wir haben zwei Schalldämpfer haben wir nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir aktuelles Ziel, kein aktuelles Primärziel. Aber gut, so geht natürlich, kann man natürlich auch eine Mission machen. Aber gut, ich würde sagen, ich mache hier eine kurze Unterbrechung. Bleib bei Black für die PS2. Wir sehen uns hier gleich wieder. Also bis gleich. So, weiter geht's hier mit Black. Letztes Mal hier stehen geblieben. Vor der Pause. Alles drum und dran. Und dann gucken wir uns die ganze Sache hier mal ein bisschen an. Wir haben noch zwei, Kollegen mit dabei. Ob die hilfreich werden oder nicht, das wird sich natürlich mehr als nur zeigen. Dringe in die Tiflis Anstalt ein, okay. Oder ob die halt mehr, ja, richtige Bots sind, statt irgendwie vielleicht ein bisschen hilfreich. Okay. Ich wollte sagen, es sieht doch sehr nach Arena aus, tatsächlich. Oder halt nach was... Oh, da hinten läuft noch einer. Oder was halt eine Arena gleichen könnte, sagen wir mal so. Das ist denn der Chotnik? So, der ist auf jeden Fall down. Beziehungsweise halt eine Umgebung, wo halt ganz viele Gegner kommen. Ja, gut. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie gut oder wie schlecht meine Mates jetzt sind. Ob die halt jetzt total abgehen oder nicht. Ja. Okay. So viel dazu. Er schießt. War ein Gegner, ja. Okay. Also irgendwie macht der da gefühlt gar nichts. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen... Warum qualmt denn das da? Ja, relativ schlecht gewesen. Okay, das war meine. So. Einfach mal ein Stückchen weiter. Wir müssen uns jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen... Oh, shit, wo ist er denn? Da oben. Mal ein bisschen vortasten. So, der ist down. So, viel dazu. Ja, genau, wir müssen uns so ein bisschen vortasten. So, zack, in die Deckung. Ich weiß, hätte man eigentlich schon vorher machen müssen, aber gut. Ich finde, dass die auch relativ hartnäckig sind. Klar, wir haben einen guten MP5, das ist halt eine 9mm Maschinenpistole von Heckler und Koch. Ist der trotzdem auf den... auf der Entfernung hätte die eigentlich auch eine sehr, sehr gute Wirkung haben müssen, rein theoretisch. Jetzt sind aber nur die beiden, die mich... Schießt mich denn da an?
Da hinten. Oh. Ja, man sollte auch mal auf sein Leben achten. Stellt sich tatsächlich auch mal raus. Man hat nämlich nicht mehr ganz so viel davon. Und das ist... Okay, habe ich den... So erledigt? Ja. Wir probieren es einfach mal. Ein bisschen nach vorne zu laufen, um zumindest ein bisschen die erste Hilfe Koffer mitzunehmen. Ich möchte... Hatten Sie jetzt auch nicht so das, was ich möchte? Aber erste Hilfe Koffer, das ist auf jeden Fall das, was ich auf jeden Fall möchte. Aber ich würde ganz gerne irgendwas anderes haben, außer eine MP. Weil, ja, mehr Schaden ist halt nur mehr Schaden, ne? Du sei halt mehr Durchschlagskraft. Was halt ein M4 oder alles Mögliche hat. Also die MP5 ist an sich keine schlechte Waffe, die spielt sich sehr gut, mal abgesehen. Okay. Aber, naja. M4 und so weiter ist halt nur mal besser. Ja, da steht aber auch nur mal, dass man den MP übernehmen kann, aufnehmen kann. Das heißt, für uns ist es einfach nicht so das Richtige. Komm, der interessiert uns nicht. Können die eigentlich noch dastehen? Wahrscheinlich, ja. Lass mich raten, da die Schreie mehr oder minder von hinten kam. Werden die auf einmal vor uns kommen? Noch einer. Den habe ich. So, ganz schnell da rein. Da ist irgendwo einer. Punkt 1 mit der Shotgun. Punkt 2. Ganz schön viele. Wir haben aber irgendwo Medikit herbekommen. Plus mit Shotgun. Nee, du bist auf jeden Fall nur ein... Was heißt nur? Auch schon ein nerviger Gegner. Davon mal ab. Weil trotzdem bist du nicht der mit dem Raketenwerfer. Und den würde ich eigentlich ganz gerne haben. Keine Ahnung, wo der schießt. Also der Raketenwerfer. Der war ja sehr, sehr obvious. Wo schießt der denn? 100%. Ach, da hinten. Ich wollte sagen, 100% bin ich einfach nur... wieder massiv blind. Und ich sehe ihn nicht. Aber diesmal habe ich ihn zum Glück einigermaßen schnell gesehen. Ja, ach nee. So. So, Shotgun nehmen wir mit. Einfach nur, weil es bedeutend sicherer ist. Ah, guck mal hier. Ich habe sogar Dokumente gefunden. Und tatsächlich auch ein zweites Medikit. Ich habe keine Ahnung, wo ich das erste aufgesammelt habe, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Sowas nimmt man natürlich super gern mit. Und nachladen. Ja, die beiden. Da haben wir nochmal einen. Gut, der Streukreis ist aber auch schon massiv, ne? Echt das vielleicht? Ja. Das hat zumindest für einen gereicht. Moin. Und da, also. Sagen von da. Ist der hinter mir? So. Okay. Ach, Mann.